So, und damit herzlich willkommen zurück hier zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic. So, wir werden zum Auftakt dieser Folge direkt mal die Begleitergespräche noch machen. Schau noch mal. Erinnert ihr euch, wie ich sagte, ich würde den SID-Datenbanken für eine Weile aus dem Weg gehen? Ich dachte, das wäre eine gute Gelegenheit, um sich die Entschlüsselung des Datenpads von diesem SID-Mistkerl Kateri vorzunehmen. Die Verschlüsselung ist verrückt. Jemand hat eine Unmenge an Credits darin investiert, dieses Ding zu sichern. Und sie begibt sich schon wieder in Schwierigkeiten, habe ich das Gefühl. Hm? Wenn jemand so viel Umstände auf sich nimmt, um ein Geheimnis zu bewahren, muss es etwas Ernstes sein. Das ist der gruselige Teil. Ich finde, das wird langsam echt unheimlich. Worin ist meine Familie involviert, dass der Republik so viel Geld wert ist? Ich habe viel Geld gehört, ne? Da kriegt man direkt wieder die Credit-Augen, Credit-Zeichen in den Augen. Du bist wirklich aufgebracht darüber. Ich weiß nicht, ob es wegen meiner Familie oder wegen Brayden ist oder weil es ein Rätsel ist, das ich nicht lösen kann. Das macht mich wahnsinnig. Trotzdem danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch dauert, bis sie endlich mal ihre Liebe gesteht, ne? Wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten in der Story. Für alle im Stream gerade, wer natürlich gerne einen Gilden-Invite haben möchte, wie gesagt, wir haben unsere eigene Gilde ja mittlerweile offen seit ein paar Tagen, kann gerne Bescheid sagen, ne? Wie gesagt, ich habe auf dem Charakter auch die Möglichkeit, euch einen Gilden-Invite zu schicken. Dann keine falsche Scham, einfach Bescheid sagen. Und dann lade ich eure Charaktere schnell ein. Das können wir dann nebenbei immer mal schnell machen. So, dann guck mal, was der gute Torian auf dem Herzen hat, ne? Ich habe euch bei der Arbeit zugesehen. Toll, wie ihr mit dem Blaster umgeht. Es scheint so ein bisschen der kleine Bruder von uns zu werden, ne? In diesem Geschäft muss man eben gut schießen können. Ich habe schon Jäger gesehen, die nicht mal die Breitseite eines Schlachtschiffs treffen konnten. Schön, einem Experten bei der Arbeit zuzusehen. Vielleicht kann ich von euch noch was lernen. Es scheint so ein bisschen die große Bruderfigur für ihn zu sein. Sehr schön, damit dürfen wir die 50.000 Eroberungspunkte fertig haben. Können wir gleich mal gucken, was wir hier in der Kiste haben. Gucken wir mal. Oh, komplette neue Ausrüstung. Ja, schön. Sehr schön, sehr schön. Erstmal das Praktische, da spart man sich immer so ein bisschen die Heldenquest auf dem Planeten. Heilige Makrele haben wir da viel drin gehabt gerade. Es war nicht gerade wenig, was wir hier gerade an Begleiter euch hinten gekriegt haben. Wenn wir natürlich gleich wieder gucken, was wir unserer kleinen Marco da in die Hände drücken können. Hm? Was sie eventuell davon die brauchen kann. So, schön mal ein bisschen durchsortieren schon mal. So, da müssen wir mal gucken. Das müssten alle gewesen sein, ne? Oh Gott, wie die ineinander stehen. Das ist gruselig. Gespaltene Persönlichkeiten. So, dann wollen wir mal. Dann begeben wir uns doch mal auf den kleinen frostigen Planeten da unten. So. Ist tatsächlich von allen Planeten der von mir am wenigsten beliebte Planet, muss ich gestehen. Ich glaube, wenn mein Todesstern erstmal fertig ist, dann werde ich den Planeten mal dezent auftauen. Wenn ich den die Intensität des Lasers ein bisschen drosseln und dann dezent die Oberfläche mal auftauen. Vielleicht wird ein tropisches Paradies aus dem Planeten, wer weiß. So. Schauen wir mal. Das dürfte für unsere kleine Marco jetzt ein bisschen kalt werden, ne? Müssen wir darauf aufpassen, dass es sich nicht eine Nierenentzündung oder irgendwas holt.
So, gucken wir mal. Es wäre tatsächlich witzig, wenn sie so ein bisschen die Kleidung der Charaktere anpassen würde, je nachdem, auf welcher Klimazone auf dem Planet man landet, ne? Das wäre bestimmt witzig. So, wir gucken mal, ob wir irgendwas haben. Ah, hier haben wir nämlich schon mal was. Was wir klein Marco in die Hand drücken können. Im Ernst? Danke. So, kleiner Einfluss, das können wir ihr auch geben. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. So, das will sie nicht haben, das will sie haben. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ein Ei, sie möchte ein Ei haben, ah ja. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. So, und das kann sie auch nicht gebrauchen, okay. Guck mal, den Rest nämlich dezent gleich wieder verkaufen. Benötigen Sie medizinische Hilfe? So. Ja, wie wir sehen, wir haben schon wieder einiges an Credits zusammenbekommen. Wir haben die 2 Millionen mittlerweile schon wieder geknackt. Leben Sie wohl. Das ist echt erfreulich, muss man sagen. So, dann werden wir mal die Planetenquest noch nebenbei mit starten. Guten Abend. Das tun wir uns mal an. In der Adamas-Raumstation. Ich nehme an, dieser Besuch erfolgt, da ihr auf die Oberfläche von Hoth reisen wollt. Wow, was ein Blitzmerker. Ich bin nicht hier, um meine Pläne mit einem Fähnrich zu besprechen. Oh, ich wollte nicht neugierig sein. Mir wurde aufgetragen, euch behilflich zu sein. Ich werde euch scannen, damit ich eure Kälteausrüstung anpassen kann. Und dann arrangiere ich eure Einweisung. Da wären wir. Da ihr auf der VIP-Liste seid, wird Lieutenant Halpern euch einweisen. Er ist im Saal. Guten Tag. Wie förmlich, ne? Wie förmlich, der kleine Offizier. So, dann wollen wir mal. Ich hoffe mal, der ist ein bisschen respektvoller mit uns. Gut, euch bei uns zu haben. Die Männer haben sich schon gefragt, ob sie den VIP zu sehen bekommen würden. Nach außen hin geht es bei dem Konflikt auf Hoth um Bergungsgut von einem Kampf, der über den Planeten stattfand. In Wirklichkeit handelt es sich um eine Falle für die Republik. Ich habe bislang nichts von einer Falle auf Hoth gehört. Erklärt. Der Kampf mit der Republik dauert jetzt schon Jahre an. Das Ziel auf Hoth ist nicht, den Kampf zu beenden, sondern ihn aufrechtzuerhalten. Wir wollen, dass unsere Kräfte klein und mobil sind. Und während die Republik dem Sieg hinterherjagt, saugen wir sie in Bezug auf Leute und Ausrüstung aus. Clevere Taktik eigentlich, ne? Muss man staunen, dass die Republik nicht auf so eine Ideen kommt, ne? Blitzangriffe. Nicht ruhmreich, nur effektiv. Genau. Warum eine Basis einnehmen, wenn man den Feind dazu zwingen kann, Credits auszugeben, um sie zu verteidigen? Vergebt bitte die Unterbrechung. Ich bringe euch eure Überlebensausrüstung. Wir waren gerade fertig, Fähnrich. Damit sollte eure Körpertemperatur stabil bleiben. Wenn ihr bereit seid, könnt ihr euch bei einem Piloten an der Fernrampe melden, um auf den Planeten gebracht zu werden. Colonel Venice in der Dawn-Basis erwartet euch. Viel Glück da unten. Weil wir kriegen unsere Kälteausrüstung, ne? Marco nicht. So, werden wir dezent mal nehmen, wofür auch immer das gut ist. Kältwetterstim, okay. Elementarer Widerstand, 30 Minuten um 10. Okay. Ist jetzt nicht so, dass wir das bräuchten, aber... Wir nehmen es mal mit. Vorsichtshalber. Bevor wir noch Frostbeulen kriegen, an Stellen, die wir, wo wir keine Frostbeulen wollen. Endstation. Alle aussteigen. Commander Tretan erwartet euch. Laut meiner Einweisung soll ich einen Colonel Venice treffen. Davon weiß ich nichts. Hier ist Commander Tretan als Befehlshaber aufgeführt. Ich bin sicher, dass er es euch erklären kann. Ich muss jetzt die Fähre enteisen. Mit der Zunge. Er muss sie ablecken. So. Yeah. So, dann gehen wir hier mal als erstes hin. Schauen wir uns hier mal um. Ich bin hier, um euren Gefangenen zu verhören. Das kann nicht echt sein. Wartet hier und keine Dummheiten. Würdet ihr bitte mein Verhalten von vorhin entschuldigen? Hier lang,
Da ist der Gefangene. Die kleine Ratte hat uns nichts als Ärger gemacht. Ein Java auf Hoss, ne? Interessant, interessant. Was meint ihr? Er ist 6-mal aus seiner Zelle entwischt, seit ihn die Patrouille eingeliefert hat. Fragt mich nicht wie, aber er rennt nie davon. Schnüffelt nur herum und nimmt Sachen auseinander. Das macht mich verrückt. Oh, er ist goldig. Okay, schon. Dann viel Spaß mit ihm. Ihr findet ja allein hinaus. Ich muss sagen, ja, was mag ich tatsächlich. Putzige kleine Biester. Ey, das meins. Wow, pass auf, wohin du mit dem Ding zeigst. Bist du nicht ein bisschen weit weg von zu Hause? Weißer Sand, so kann man es auch sehen. Ne? Schnee ist nur weißer Sand. Hilf mir, Voss zu finden. Vielleicht kann ich dich dann frei bekommen. Wäre tatsächlich mal mega interessant, das habe ich wahrscheinlich schon in einem oder anderen Stream oder in der einen oder anderen Folge schon mal erwähnt. Und es wäre mal interessant zu sehen, wie so ein Java unter dem Cape aussieht. Ne? Man kriegt sowohl Javas als auch Sandleute meistens immer bloß in der Verkleidung zu sichten. Ne? Wäre mal interessant, wie die so natürlich aussehen. Wahrscheinlich würde man sie dann nicht mehr so niedlich als niedlich empfinden, zumindest die Javas, ne? So, dann wollen wir mal hier mal ein Wissensobjekt, ne, wie das aussieht. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Euer Rat läuft darauf hinaus, gar nichts zu tun, und das kann ich nicht. Sir, ich respektiere euren Mut. Doch wenn ihr euch der Sache persönlich annehmt, werdet ihr sterben. Und wer wird uns dann leiten? Wenn die Beschreibung der Kommandozentrale richtig ist, seid ihr der Kopfgeldjäger, der gesandt wurde, um uns zu unterstützen. Das hier ist Commander Tritan und ich bin Judras. Lieutenant Halpern hat uns bereits informiert, dass ihr kommen würdet. Und wir brauchen euch nötiger denn je. Colonel Venice, der Kommandant dieses Stützpunkts, wird vermisst. Wir befürchten, dass er tot sein könnte. Genau wie die erfahrensten Männer dieser Basis. Hm. Hat irgendeiner ganz schön Mist gebaut bei der Planung der Einsätze, scheint mir. Ne? Wenn die besten Leute draufgegangen sind. Wie ist die Lage? Der Colonel ging Hinweisen auf eine mögliche Spionagesonde in der Nähe des Eissees nach. Er stand dabei unter starkem Schutz. Wir haben einen Notruf erhalten. Es war offensichtlich, dass er auf Ärger gestoßen ist. Scout 1 an Dornbasis! Schwere Verluste! Haben schwere Verluste! Wir werden angegriffen! Wir können nichts sehen! Oh! Er ist schwer verteidigt gewesen. Er ist so schwer anscheinend nicht, ne? Wer in aller Welt könnte eine bewaffnete Gruppe von Offizieren außer Gefecht setzen? Abgesehen von der Republik wären da noch Wampas, Piraten, hauptsächlich Fremdlinge, die das Imperium nicht fürchten. Aber wir können uns auch nicht einfach in der Basis verstecken, wenn es unsere Mission ist, die Republik zu schwächen. Und unsere Männer schaffen es nicht allein. Commander,
Dieser Besuch ist ein Geschenk des Schicksals für uns. Wichtigste Frage wieder zuerst, ne? Die Frage nach der Bezahlung. Klingt nach einem großen Problem. Könnt ihr es mir nochmal in Credits erklären? Wir zahlen jede Summe, die ihr uns nennt. Findet Colonel Venice oder lasst uns zumindest wissen, womit wir es zu tun haben. Die positivste Erklärung wäre, dass Colonel Venice Kommunikation von der Republik abgehört wird und er sich deswegen jetzt ruhig verhält. Aber wenn ich da draußen in der Kälte wäre, hätte ich einen Notruf gesandt. Wenn ihr den Colonel findet, steht jeder in dieser Basis in eurer Schuld. So. Ja. Fast 150.000 EP, ne, für eine Quest. Zack, ja. Und wieder ein Level up. Unwahrscheinlich, wie schnell das geht aktuell, ne? So, dann werden wir uns mal raus in die Kälte wagen. Ja, die ganzen Bonus-Quests und so weiter werden wir mal außen vor lassen. Sonst gehen wir hier von dem Planeten schon mit Level 75 runter. So, aber nach Möglichkeit natürlich noch nicht. Ah, das ist das, was ich meinte. Ne? Mal gut, dass man keinen Schaden von herunterfahrenden Aufzügen bekommt. Das hätte uns sonst Lizenz zerdrückt gerade. Ich wusste ja, dass es kalt wird. Aber mir sind schon auf der Fähre die Zähne eingefroren. Ja, die kleine Marco kann uns ein bisschen leid tun, ne? Mit einem Hauch von nichts am Leib quasi. Die wird die Kälte noch mehr zu spüren bekommen als wir. Achso, dann werden wir uns mal umgucken. So, wir müssen auf jeden Fall irgendwo weiter nach unten, wie mir scheint. Hm? Wir müssen irgendwie weiter nach unten. So. Wir sind jetzt schon wieder diese ekelhaften Talz unterwegs, ne? Komm, die werden wir mal dann direkt mal aus unschädlich machen. Ein leichter Gegner. Direkt nochmal eine Bonusmission gekriegt, ne? So, können wir gleich noch was Gutes tun. Wir standen wieder so wunderbar weit auseinander, dass ich wieder nicht alle mit einmal in den Einzugsbereich gekriegt habe. Nervt immer so ein bisschen. 20 Stück davon sollen wir ausschalten. Heilige. Gucken wir mal, ob wir eventuell Glück haben und noch ein paar Gruppen erwischen, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Schöne Rakete ins Gesicht geschossen. Aber die Zelt sogar noch mal die Sicherheitstruhe erwischt. Sehr schön. Na gut, das können wir gleich noch mal mitnehmen. Auch wenn wir es nicht unbedingt brauchen. Kleiner Einfluss, na gut, dann geben wir Marco direkt mal das Ding. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Au. Wie begeistert sie doch ist von unserer Großzügigkeit, ne? Kriegt sich ja gar nicht mehr ein vor Begeisterung. So. So.
Gucken wir mal. Tja, hier stehen jetzt überall bloß noch vereinzelt welche rum. Natürlich ein bisschen. Bisschen anstrengend. Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, dann machen wir die Quest nämlich mal dezent als erstes. So, ich würde auch mal sagen, wir sind bei 20 Minuten. Die Quest wollen wir dann als nächstes mal angehen. Aber wir werden in der nächsten Folge dann mal schauen, dass wir die Colonel retten. Sofern das noch möglich ist. Und werden wir uns ein bisschen in der eisigen Kälte austoben. Wenn euch das Video gefallen hat, wie üblich, gerne ein Däumchen da lassen. Gerne auch ein Abo, wenn ihr möchtet. Ne? Dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.